Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Tutorial, wie ihr in F1 2019 eine Mehrspieler- bzw. Koop-Season starten könnt. Wer neu auf meinem Kanal ist, kann natürlich gerne ein kostenloses Abo dalassen, bei den F1-Folgen vorbeischauen, die wir zusammen mit dem lieben Jan zocken. Und auch gerne eine Bewertung da lassen, das kann natürlich jeder machen. Ich werde euch heute kurz mal dieses Tutorial zeigen, wie ihr das machen könnt. Ich bin kein Tutorial-Channel, ich kann das auch nicht perfekt vielleicht erklären, aber mich haben so viele Leute danach gefragt und es war auch für uns damals mit Jan, bevor wir diese Season natürlich gestartet haben, mega schwierig, das herauszufinden. Also Grüße gehen raus an Jan, der weiß das auf jeden Fall noch. Da haben wir, glaube ich, ungefähr 2,5 Stunden Vorbereitung gebraucht, bevor wir erstmal aufnehmen konnten. Das Spiel hat am Anfang noch ein bisschen gebuggt und dies und jenes. Dann haben wir das ewig nicht gefunden. Also ich finde die Menüs und Untermenüs dieses Jahr wirklich schlecht gelungen. Relativ unübersichtlich. Ich habe am Anfang nicht mal die Spieloptionen, die sich hier befinden, gefunden. Also die waren normalerweise immer hier, wo F3 Hilfen und X auswählen und Kreis Spiel verlassen steht. In diesem hat da unten waren die eben mit drin und jetzt sind die hier in diesem Menü unter Startoption, Spieloption. Das ist echt ein bisschen nervig alles gewesen. Falls ihr noch ein paar andere Tutorials wollt zu was weiß ich für welchem Thema, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, ich habe mein Lenkrad angeschlossen, ich will zwar nicht fahren, aber ich zeige euch das jetzt einfach mal im Lenkrad. So funktioniert es natürlich dann auch mit dem Controller, wenn ihr es auf Tastatur macht, ihr werdet es hinbekommen. Ich spiele übrigens auf PC. Nochmal eine kleine Ankündigung da schon mal. Ich werde nämlich am Donnerstagabend, diesen Donnerstag, also am 4.7. um ungefähr 18 Uhr schätzungsweise, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, das werde ich noch auf Instagram ankündigen und auch auf YouTube einen F1 2019 Livestream machen, wo ich mit euch Zuschauern zocke. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob Crossplay möglich ist. Das heißt, Crossplay heißt, für die, die es nicht wissen, dass PC, PS4 und Xbox zusammenspielen können. Wenn das nicht möglich ist, dann können wir leider nur PC spielen. Also alle, die PC haben, können dann mit mir zusammen zocken. Wenn das Crossplay möglich ist, das bin ich mir noch nicht so im Klaren darüber. Wenn das möglich ist, dann könnten auch die von der PS4 und oder Xbox mitzocken. Da bin ich mir noch nicht sicher, das werde ich bis dann rauskriegen, bis Donnerstag. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr Donnerstag vorbeischaut in dem Livestream. Heute kam übrigens der zweite Teil von Bahrain online. Auch deswegen unbedingt bei Instagram mir mal folgen, denn da habe ich angekündigt oder gesagt, warum F1 2019 der zweite Teil von Bahrain noch nicht online gekommen ist am Wochenende. Unbedingt, wie gesagt, da vorbeischauen. Ich war bei meinem Vater, das Internet hat nicht funktioniert, bla bla bla. So, jetzt starten wir mit dem Tutorial. Um so eine Karriere zu starten, das war bei F1 2018 deutlich einfacher. Hier müsst ihr auf Mehrspieler klicken. Sobald ihr auf Mehrspieler seid, gibt es dann hier ein paar Unterpunkte. Und wir waren uns auch echt nicht im Klaren, was wir anwählen sollen. Wir hatten zuerst Rangliste angewählt, das ist aber falsch, denn bei der Rangliste speichert ihr irgendwie automatisch nicht ab. Das ist irgendwie ultra dumm. Ihr müsst auf Liegen drücken. Hier in der Mitte auf Liegen. Sofern ihr auf Liegen geklickt habt, müsst ihr direkt rechts in dem dritten Fenster auf Liga erstellen drücken. Bei Liga erstellen müsst ihr euch dann einen Liganamen ausdenken. Wir nehmen jetzt einfach mal Test Tutorial. Dann braucht ihr einen Ort, da würde ich euch empfehlen Europa. Das ist quasi der Ort, wo euer Server dann läuft quasi. Dann müsst ihr irgendein Wappen wählen, könnt dann auch hier die Liga-Farben anpassen, je nachdem wie ihr da gerade Bock drauf habt. Und dann drückt ihr einfach auf Weiter. Dumm, dass man das alles einstellen muss, aber es ist so. Dann dürft ihr hier noch nicht Fortsetzen drücken, denn hier steht nämlich noch als Zeitplanformat geplant. Hier könnt ihr nämlich planen, wann eure Mitglieder oder Admins oder wer auch immer bei eurer Season mitfährt, wann die online kommen müssen und wann dann das Rennen gefahren wird. Denn es gibt auch ein öffentliches Rennen, wie man schon auf der Startseite quasi gesehen hat, wo die echten Rennen sozusagen nachgefahren werden, jedes Wochenende. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen müssen wir oben hinschreiben, Zeitplanformat nach Bedarf. Also das heißt, ich zock, wann ich will. Dann könnt ihr auf Fortsetzen drücken und müsst die ganzen Strecken hinzufügen. Einfach dafür das Steuerkreuz nach unten drücken, bis das Ganze dann stoppt.
Das müssten dann 25 Strecken sein. Das ist natürlich falsch, denn es gibt nur 21. Das liegt daran, dass hier manche doppelt belegt sind mit der normalen und der kurzen Strecke, weil es ja da die Kurzform von gibt, von einigen Strecken. Und die müsst ihr dann einfach mit Dreieck in dem Fall rauslöschen. Das gibt es bei USA, bei Japan, bei Großbritannien. Dann geht ihr weiter hoch und dann seht ihr, das gibt es noch bei Bahrain. Dann müsstet ihr 21 Strecken haben. Die haben wir jetzt hier. Und von daher können wir sagen, weiter. Und dann müsst ihr die ganze Liga quasi einstellen. Das ist jetzt ein bisschen ähnlicher wie bei F1 2018, aber leider immer noch nicht genauso. Denn ihr müsst auf jeden Fall die Liga-Privatsphäre auf privat stellen. Wenn ihr nämlich auf öffentlich stellt, seht ihr hier bei Kategorie Mehrspielerauto, das hier, wo ich gar nicht mal anklicken kann, was jetzt ausgegraut ist. Die Mehrspielerautos sind Custom-Autos, die sich jeder im Menü erstellen kann, mit denen man dann online fährt. Heißt, es sind nicht die Originalautos. Um die Originalautos zu bekommen, müsst ihr hier auf Privat klicken und könnt dann oben auf F1 2019 die Originalautos quasi draufdrücken. Ich weiß, es ist kompliziert, ich habe dieses Spiel nicht entwickelt. Sorry. Zuschauer zulassen, wenn ihr wollt. Gut, wir wollen es nicht, denn die Folgen sollen natürlich geheim bleiben, bis wir die online bringen, deswegen mache ich hier nein. Aufnahmeart heißt, ob derjenige, der diese Liga erstellt hat, einfach die Leute, die sich quasi bewerben, die in diese Lobby mit rein wollen, einfach rein dürfen oder ob derjenige sie erst bestätigen muss. Da ich die Gefahr habe, dass hier jeder jetzt dann reingeht, drücke ich auf erfordert Zustimmung. So, dann ist hier die Frage, wer darf denn diese Leute einladen? Und da mache ich einfach, dass nur der Ligabesitzer, also ich, der es quasi gegründet hat, einladen darf. Dann muss man natürlich einstellen, ob dieser Liga-Besitzer, der das Ganze gegründet hat, überhaupt teilnimmt oder einfach nur für andere Leute gegründet hat. Und natürlich will ich auch teilnehmen. Und man will 20 Konkurrenten, also in echt fahren ja 20 Fahrer. Das heißt, wir wollen hier nicht weniger, sondern genau auch 20. Dann muss man noch einstellen, will man Training haben, will man Qualifying haben. Wir machen immer für unsere Videos Qualifying kurz, 18 Minuten. Einführungsrunde machen wir an, den Rennbeginn manuell. Renndistanz lassen wir immer auf 50%. Das mache ich jetzt auch einfach mal so, wie wir es im Video quasi haben. Mache ich jetzt die ganzen Einstellungen. Das ist quasi jetzt alles, wie wir es im Video haben. Bei der Schwierigkeit weiß ich gar nicht genau, was wir haben. Da stelle ich jetzt eben die KI-Schwierigkeit ein. Alter, was drücke ich hier die ganze Zeit? Ich glaube, dass wir um die 70 fahren in der Karriere. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. KI-Vertretungsstufen, also wenn die KI vertreten wird. Also ich glaube, damit ist einfach gemeint, dass wenn man rausfliegt oder wenn irgendwas passiert, also wenn ich jetzt quasi fahren würde und dann aus irgendeinem Grund doch nicht mehr fahren kann, dass dann die KI für mich übernimmt, aber das wollen wir ja eh nicht, weil sofern die übernimmt, dann brechen wir mal ab und starten das Rennen einfach neu, weil das wäre ja dumm, ich lasse ja nicht einmal die KI für mich fahren, ne? Also, so, diese Regeln, die könnt ihr dann einstellen, wie ihr wollt, also wir haben die mal auf Autoschaden, Simulation, Ghosting haben wir glaube ich auf Nein, die Autoeinstellung auf Ja, Safety Car auch an, Regeln und Flaggen an, das hier regulär, wir wollen nicht unbedingt so krass streng fahren, weil manchmal kommt man einfach ein bisschen über die Kurve hinaus, die Reifentemperatur, Oberfläche und Innensimulation, das passt auf jeden Fall auch. Die Fahrhilfen kann man natürlich so einstellen, wie man das möchte, wir haben die immer so, also ERS manuell, Boxenstopp-Assistenten beide an, wir fahren natürlich Automatik, dynamische Ideallinie haben wir auf komplett, wobei ich habe sie nur auf 2D und die Traktionskontrolle auf Mittel und Antiblockiersystem an, Bremsassistent aus. Dementsprechend könnt ihr dann auf Liga erstellen drücken und auf OK. Dann könnt ihr euren Fahrer wählen, den ihr quasi übernehmen möchtet in dieser Saison. Und den muss dann auch jeder, der beitritt, automatisch wählen. Also sofern man beitritt, muss man direkt einen Fahrer wählen. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt einfach mal wieder den ich auch jetzt habe, Sergio Perez. Erster Fahrer von Racing Point und bestätigen diesen Sitz. Und dann habe ich hier quasi auch schon meine Liga erstellt. Ich kann jetzt hier jemanden einladen zur Liga. Ich kann hier noch weitere Änderungen an der Schwierigkeit machen oder allgemein verhelfen, alles mögliche kann ich hier einstellen, kann hier die Streckenliste nochmal angucken, kann diese ganzen Anträge bearbeiten, die quasi geschickt wurden, weil ich habe ja ausgewählt, dass ich sie bestätigen muss,
und nicht einfach jeder rein darf. Das könnte man natürlich machen, wie man will. Hier sieht man dann auch die Rangliste. Das heißt, wenn man hier ein Rennen gefahren hat, dass hier dann eben auch die Konstrukteur- und die Fahrerrangliste angezeigt wird. Und dann kann man einfach auf nächstes Liga-Event draufdrücken, um dann zum nächsten Liga-Event zu kommen. Hier werden jetzt nur die Fahrer angezeigt, die auch eben real sind. Also keine KI, kein computergesteuertes Fahrzeug. Hier sieht man eben nochmal die genauen Einstellungen. Das müssten sogar die sein, mit denen ich wirklich fahre. So, und dann müsste man eben auf Mach dich bereit drücken, Event starten, was jetzt leider nicht geht, weil ich ja nur alleine bin. Das muss dann wirklich auch zu zweit oder mehr geschehen. Und sobald man dann eben auf Event starten drückt, werden die restlichen Fahrer, also dass es insgesamt 20 sind, aufgefüllt mit eben KIs. Also die Schwierigkeitsstufe, die von den KIs dann angewählt wurde, mit der KI, mit dem computergesteuerten Fahrzeug, wird dann hier aufgefüllt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel 5 Leute hier mit reinjoinen für Australien, werden dann 15 KI-Fahrer hinzugefügt. Und wenn im nächsten Rennen Bahrain dann nur noch 4 Leute mitfahren können, weil einer irgendwie weg muss, keine Ahnung warum, ins Bett oder was auch immer, dann wird eben die KI 16 Leute auffüllen. Ja, deswegen stehen die auch hier nicht mit drin. Die werden immer quasi aufgefüllt. Und dann seht ihr eben hier, wenn ihr wieder rausgeht, was auch ein bisschen blöd ist, dass das nicht nach jedem Rennen angezeigt wird. Nein, man muss immer wieder hier rausgehen, um dann eben die Fahrerrangliste und die Konstrukteurrangliste anzuschauen. Das war mein Tutorial hierzu. Jetzt wisst ihr, wie das funktioniert. Wie gesagt, falls ihr weitere Tutorials sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Das war total, wenn es euch gefallen hat, und schaut auf jeden Fall bei dem Bahrain-Video vorbei. Morgen kommt auch schon China. Direkt morgen müsste China kommen. Und der Livestream natürlich am Donnerstag. Also, es geht fett los mit F1 und morgen kommt auch Way Out. Jetzt wisst ihr Bescheid über alles. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.